So, wir müssen ja noch das Plakat abfilmen. Und heute ist irgendwas mit Sonne. Ich wollte das ja eigentlich schon in die Sonne hängen, aber bei dem Wetter wird das nichts. Ne? Wir haben ja schon fast Winter. Ihr seht hier die Bäume, die haben schon keine Blätter mehr. Deswegen müssen wir uns beeilen. Es ist semi. Euch habe ich dabei, Kamera habe ich dabei, Plakat habe ich dabei, Tesafilm habe ich dabei. Ja, müssen wir nur gucken, dass wir einen schönen Platz finden. Und ich habe vor, das so in drei Phasen dahin zu hängen. Ne? Also einmal, wenn es noch schön aussieht, wenn es gerade erst frisch hingehangen ist, dann werde ich da unten noch eine Ecke abreißen, dann werde ich ein bisschen zerknüllen. Und ich glaube, ganz zum Schluss lasse ich das einfach auf dem Boden da so herflattern, damit wir für nach der Szene auch noch ein bisschen was haben. Ne? Ja, war natürlich jetzt die ganze Zeit irgendwie locker bewölkt, also mit ein bisschen Zierwolken. Und jetzt habe ich hier so eine graue Suppe, wenn man dann da ist. Ne? Naja, ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie einen Spot finde, wo es einfach auch schattig sein könnte oder so. Ne? Ist natürlich rappelvoll um 13 Uhr an der Uni West. So, unter anderem hier festgemacht, da festgemacht. Ja, mal gucken, ne? Ob das reicht. Ansonsten muss ich halt nochmal los, ne? Aber ich denke, das passt schon. Und einmal am Boden. Das sieht auch sehr schön aus, wenn das gerade wegweht. Ich würde sagen, nochmal im Sack, ne? Ist nicht viel, aber wenn es hilft, ne? Dann muss man das halt machen. Ja, jetzt wieder nach Hause. Weiterschneiden, ne? Bin ja gerade am Ton dran, um den Ton anzugleichen. Das heißt, das alles ungefähr gleich laut zu machen. Den Rest macht der Micha. Und dann die verschiedenen Szenen quasi, ich zeige euch das gleich. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist ein bisschen Zeit vergangen schon wieder. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch, was ich die ganze Zeit mache. Seit 4 Stunden. Und zwar gibt es... Die beiden unterhalten sich. Hier ist der Ton. Und hier ist jetzt ein sehr harter Schnitt. Und damit das, naja, sagen wir mal, nicht so auffällt, machen wir hier 1, 2, 3 Bilder links Ton zusätzlich. Und von dem Schnitt 1, 2, 3 Bilder rechts Ton zusätzlich. Und blenden das ineinander über. So. Das war es eigentlich auch schon. Und dadurch, dass das direkt am Cut passiert, also einmal vorher, einmal nachher, und das menschliche Auge bzw. der Kopf so ein bisschen abgelenkt ist vom eigentlichen Schnitt, fällt das eigentlich gar nicht auf, es sei denn, man hat natürlich in dem einen eine Kreissäge und in dem anderen nicht oder sowas. Aber hier sind wir in einem Büro, da funktioniert das sehr gut. Es gibt so ein, zwei Sachen, da muss man da so ein bisschen tricksen. Wir hatten auch eine Szene mit Regen, da habe ich auch nochmal Regen zusätzlich runtergeladen und den dann da drüber gelegt, damit es halt so gar nicht auffällt und ein bisschen Donner und so weiter und so fort. Da kann man noch ein bisschen mit spielen, aber das mache ich jetzt seit 4 Stunden. Für eine Stunde Film quasi. Ne? So. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 40 Minuten Film angelangt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal 4 Stunden brauchen. Ich mache allerdings auch noch so ein bisschen Feinkorrektur beim Schnitt an sich. Das kommt dann auch schon mal vor. Ne? Ja. Kann noch dauern. Hallo, ihr schönen Menschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich muss mich jetzt auch beeilen. Den Rest klären wir vielleicht unterwegs und dann mache ich vielleicht auch nochmal vorher einen Akku in die Kamera, ne? Also einen vollen. So, ich fahre jetzt zum Alexander Waldhelm und den hole ich ab und dann fahren wir nach Essen in die Lichtburg. Weil wir gucken heute uns den Film an und zwar alleine im Kino. Das ist das, was man sich wahrscheinlich auch zwischendurch mal wünscht, wenn Leute einen mit Popcorn beschmeißen oder zu laut sind hinter einem. Ne? Wir machen das deswegen nicht den ganzen Film, sondern wir werden uns den Film in Schnipseln angucken. Und zwar minutenweise habe ich mir zumindest aufgeschrieben, was ich da so haben möchte. Das ist auch mein erstes Screening. Deswegen weiß ich also noch nicht so genau, wie es funktioniert. Aber ich bin da sehr gespannt drauf, weil es kann ja sein, dass da noch irgendetwas schiefgelaufen ist. Ne? Ich gucke mir also einmal die Farben an, ich höre mir einmal den Ton an. Wir mussten ja quasi, weil mir das Kino das empfohlen hat, von 2.1, also Stereo, auf 5.1 Surround gehen. Das heißt also, ich habe die Sachen, die vorhanden sind, Ton rechts, Ton links, Musik und so weiter und
ne, die ganzen Sachen habe ich einfach nur verteilt auf alle Boxen, die da sind. Und jetzt nicht ein richtiger Surround, weil das haben wir einfach nicht aufgenommen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Weil mehr muss ich zumindest nicht sehen. Ne? Dann kann ich das quasi korrigieren. Damit ihr ein schönes Erlebnis habt. Und ich versuche euch mitzunehmen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, aber ihr werdet das gleich sehen. Ne? Wir sind in Esse angekommen. Ich tu das weg. Ist doch gar nicht an. Die ist doch gar nicht an. Ach so, doch. Ja, und jetzt gucken wir uns den Film. Ich finde das so geil, ne? Wir gucken uns den Film jetzt im Kino an und gucken mal, ob wir doch irgendwo noch was verbessern müssen. Ich gehe nicht davon aus. Aber trotzdem, ne? Sicher ist sicher. Was hast du für ein Gefühl? Ich bin einfach total gespannt. Weil das ist halt irre, wenn man das dann zum ersten Mal auf einer großen Leinwand sieht. Ja. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich bin ja sowieso immer zufrieden. Ich muss jetzt halt gucken, ob du zufrieden bist. Genau. Wir laufen jetzt zum. Hallo. Wir laufen jetzt zur Lichtbrüche. Du kannst einmal anfangen, genau. Du kannst auch gleich einmal runterkommen, dann können wir mal kurz 10 Minuten durchgehen, wo man gleich skippen muss. Ja. Genau. Gut. Unfassbar. So, wir sitzen hier. Gänse? Alex musste natürlich sofort nach vorne gehen, ne? Und wir können uns den Film jetzt quasi gleich einmal anschauen. Der wird jetzt erstmal gestartet. Und dann gucken wir mal, wie es denn so ist. Ne? Ja, da lasse ich euch mal einfach jetzt erstmal weg, weil das ist ja meine Sache, ne? Ja, und jetzt geht's halt los, ne? Der Kollege oben im Vorführraum. Nächste Szene. So, und wir gehen jetzt 15 bis 20 Positionen durch, um einfach mal ja, Hauttöne zu gucken, Lautstärken zu gucken und so weiter. Und ich habe auch schon ein, zwei Szenen gesehen, wo ich da noch ein bisschen nacharbeiten muss, aber das ist ganz gut, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Ja, und dann gucken wir jetzt mal die nächste Szene an. Ne? Ihr seht nichts, ich weiß, aber so ist es halt im Kino, da ist es halt dunkel. Das ist so witzig, das ist so geil gemacht. Ja, jetzt nochmal. Einmal die Höchststrafe. Ja. So, wir sind bei den Outtakes angekommen. Es ist, wir sind sehr zufrieden, ja. Glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Auf der großen Leinwand sieht es immer gut aus. Ja, genau. So, wir gehen jetzt wieder raus. Ja, das war großartig. Es ist auch mal wieder großartig, alleine im Kino, ne? Ist das, alleine im Kino, das ist der nächste Film. Ja, das ist so, das kommt direkt nach dem, was ja bei den Drehs immer für mich war, wo ich dann den Schlüssel zu meiner Kneipe habe. Ja. Aber alleine im Kino ist natürlich auch schön. Olli ist draußen. Den will ich unbedingt sehen. Der ist aber leider um 12. Das ist der neue und wahrscheinlich letzte Film von Hayao Miyazaki. Ja. Hayao Miyazaki, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Den möchtest du sehen? Du bist aber älter als 12. Ja, aber ich würde ja gerne die Kinder mitnehmen. Ach so. Ne? Ach so, der muss ja doch zu Hause gucken. Ja. Liebe Kinder, draußen an den Bildschirmen. Es ist, glaube ich, das letzte Mal vor der großen Premiere, dass wir uns sehen. Deswegen würde ich sagen, ja, wir sehen uns bei der Premiere, ne? Hoffentlich. Ja? Hoffentlich. Okay, du darfst Plop machen, wenn du möchtest. Oh ja. Ja?